Seit dem Update gibt es ein neues geheimes Dungeon. Und zwar müsst ihr dafür hier unten, ich habe den Weg schon mal gezeigt, bei dem geheimen Ende sein. Und hier zu dieser Gnade hin, zeige ich mal kurz, wie die Gnade heißt. Ächtung der rasenden Flamme. Da kommt ihr durch, wenn ihr bei Mogwin hinten oder bei Mog in der Kanalisation hinten runterspringt. Und ich verlinke euch mal oben, wie ihr da hinkommt. Und jetzt ist hier ein neuer Dungeon seit dem Update. Erstmal kommt hier eine Kiste mit einem Runenbogen. Das habe ich gesehen. Und hier geht es nochmal weiter. Und ab hier ist ein komplett neuer Bereich. Da bin ich ja jetzt mal gespannt. Und eine neue Gnade, nice. Also Leute, ich bin jetzt hier einmal komplett durch und es ist kein neuer Dungeon, sondern es ist ein relativ früher Zugang zu Tiefenwurz. Weil wenn ihr hier seid, seid ihr dann hier. Und dann könnt ihr von hier aus die ganzen Äste runter. Das zeige ich euch alles ja gleich. Dann gibt es hier ganz unten, wenn ihr ganz unten seid, auf dem Basement, sage ich mal, gibt es hier nochmal eine neue Gnade. Dann ist hier der Baumritter gewesen und ihr könnt von hier aus auch rüber zu Wurzelfurt und auch zu Fear und zu dem Boss hier. Also ist eine relativ frühe Möglichkeit, um in die Tiefen von Tiefurt zu kommen. Finde ich eigentlich ganz spannend. Also. Oh, also es gibt bestimmt auch einen Gebietsboss. Oha. Bin mal gespannt, ob die auch neue Items dann reingebracht haben. Ob man jetzt hier irgendwo eine neue Waffe findet oder so. Oh, was ist das denn für ein fettes Vieh? Nicht fallen! Nicht fallen! Numenrune. Chillig. Denn ganz da hinten ist noch ein Item. Und da ist noch ein Item. Boah, ist gefühlt Standard, dass man hier einmal runterfällt und stirbt, oder? Schmiedestein, aber nur ein Sechser. Na gut, man kommt hier auch relativ früh hin, ne? Hier kann man ja direkt Laendel, muss man ja nicht mal den Boss besiegen, kann man direkt in die Kanalisation und dann hier hin. Ich überlege gerade, ob ich den vielleicht nicht einfach abschieße. Na super. Also. Ja, also relativ sicher, dass der neu ist. Also zumindest ist er für mich neu. Also, bevor die Leute mich in den Kommentaren wieder schlachten, also für mich ist der neu. Ich kannte den nicht, vielleicht sollte ich das so nennen. Für mich ein komplett neuer Dungeon und so wie ich das verstanden habe, gibt es den Dungeon erst seit dem neuen Update. Ob das jetzt hundertprozentig stimmt? Ja, doch. Also das wüsste ich doch, wenn hier ein Dungeon wäre. Das hättest du mir doch auch gesagt. Als wir hier unten waren, hättest du gesagt, ey, spring mal hier gegen die Wand und dann hast du hier einen neuen Dungeon. Das hättest du mir doch bestimmt gesagt. Ich denke schon, dass das neu ist. Da unten ist noch ein Item. Ja, schau mal. Das Wurzelclipper heißt das. Ach, guck mal, hier sind wir. Deswegen kommt dir das so bekannt vor. Wir sind auf dem Weg nach Tiefen von Tiefwurz. Kann auch sein, dass es gar kein neuer Dungeon ist, sondern nur hier der Bereich Neues. Boah, ich bin einfach ein Traumspringer.
Kommen wir denn zu dem Item? Und das Leuchtfeuer heißt Wurzelklippen. Weiß nicht, ob ich das gerade gesagt habe. Aber wie komme ich jetzt da oben hin? Muss ich vielleicht nochmal von oben irgendwo lang? Ach, ich hätte auch das Pferd rufen können, sehe ich gerade. Weiß halt auch nicht, ob das ein seltenes Item ist, ne? Schade, da oben komme ich jetzt nicht mehr hin, ne? Oder? Den Sprung schafft man nicht. Aha, man kann da direkt so rüberspringen. Den Pferd finde ich immer irgendwie total riskant. Ach, nur für so einen Scheiß dann auch wieder, ne? Oh oh. Upsi. Steig ab vom Pferd. Runter vom Pferd. Okay. Gehen wir mal den sicheren Weg. Oh, hier ist noch ein Item. Okay, ich kann glaube ich nur bei hier jetzt weiter runter. Ich glaube, links und rechts gibt es sonst hier nichts mehr. Oben links war noch ein Item. Ich kill den eben hier. Ah, ein bisschen zu weit weg. Hier hoch. Ein goldener Pfeil. Da geht auch ein Ast runter. Oh, da ist ein Baumgegner. Ich bin übrigens in NG plus 1, falls das Leute wissen wollen. Ach man, ich hasse das, wenn so viele. Da ist noch ein Item. So viele Wege gehen, dann bin ich immer so verloren, weiß ich nicht genau, wo ich lang soll als nächstes. Oh, da hinten ist auch noch ein Item. Ich glaube, den Bereich da, den kennt man ja. Ja, und da oben. Aber von da oben kam man halt nicht hin.
Also ist das im Prinzip ein anderer Weg, um in die Tiefwurzeln zu kommen. Ist ja auch spannend. Manchmal den Baum gehe ich schon da. Vielleicht kann ich ja sogar meine Mimik rufen, das wäre ganz gut. War hier unten nicht auch noch eine Gnade? Habe ich die eben nicht eine Gnade gesehen irgendwo von oben? Meine ich hier von oben aus eine Gnade gesehen? Oh, das ist noch ein Item. Das will ich. Da ist eine Gnade, oder? Hab doch eben eine Gnade gesehen. Ich glaube erstmal zu dem gelben Ding da. Vielleicht ist das ja eine Gnade. Ja, das ist eine. Die habe ich gesehen. Und ist das nicht auch die, die man kennt dann? Kamm der großen Fälle. Nee, den kenne ich nicht. Glaube ich. Würde ja auch keinen Sinn machen. Von hier aus kommen wir ja nirgendwo hin. Okay. Oder doch, da ist der Grabstein. Oder? Ist das nicht der Grabstein, wo man teleportet wird? Aber ich kann mich an den Baumriesen da nicht erinnern, als das letzte Mal hier war. Könnt ihr mir ja mal in den Kommentaren sagen, dass jetzt hier wirklich ein neuer Bereich ist oder einfach nur ein anderer Weg, um hier hinzukommen. Oh nein, den machst du nicht, mein Freund. Na klar, kommst trotzdem. Stab des Avatars. Also egal, ob ich den jetzt, ob es den Weg hier schon vorher gab oder nicht, so kriegt er den Stab des Avatars. Und ich glaube, das Ding da vorne will ich abschießen. Es gibt bestimmt auch noch was Nices. Ich lasse mal, dass er mich nicht hört. Und Schuss. Der ist nicht tot. Ich krieg die Krise. Jetzt aber. Kriegsasche, goldenes Land. Cool. Was ist das denn für ein Vieh? Die sind aber neu. Bitte nicht bei diesen Scheißdingern jetzt sterben. Ach man, was soll ich denn mit diesen Scheißameisen? Die ja nur 1000 Seelen geben.
gucken, ob es hier noch mehr gibt, ne? Ich würde auf jeden Fall gerne auch später den Stab des Avatars ausprobieren wollen, der was kann. Ich habe auch noch eine Larve zum Respecken. Oh oh. Ups. Spannend. Also, wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen, Kanal abonnieren und bis zum nächsten Mal. Haut rein.